41 zu 9. Ja, da sieht man mal wieder. Also ich habe niemals 41 Kills gemacht. Ich habe 41 Ekia gemacht. Das ist halt so, ja gut, das habe ich aber. 10 Gründe, warum ich Black Ops 4 nie geliebt habe, ist ein Titel, der natürlich etwas reißerisch klingt. Und ich wollte es extra nicht nennen, 10 Gründe, warum ich Black Ops 4 nicht mochte. Weil nicht mochte ist übertrieben. Aber ich habe mir die 10 Punkte noch nicht mal... Bin ich auf falschen Account? Was für Offline-Spiele? Oh, System-Software-Update. Super. Hallo, passiert da noch was? Also das hat leider nichts mit Black Ops 4 zu tun. Ah, wir müssen akzeptieren. Ich muss der Fairness halber sagen, ich habe mir die Gründe nicht vorher überlegt, sondern ich will sie mit euch gemeinsam im Video rausfinden. Und den ersten weiß ich aber, und zwar der erste und einer der größten Gründe ist, es gibt keinen Orbitalsatelliten. Ich werde jetzt quasi so ein bisschen dieses Spiel starten. Wir gucken uns mal genau an, was hier nicht ganz optimal war und warum es für mich nicht das geilste Jahr geworden ist, leider. Viele haben mich auch gefragt, warum ich das Black Ops 4 Jahr nicht so ganz durchgezogen habe. Ich versuche euch quasi heute mit diesen Gründen zu erzählen, warum ich das Spiel einfach nie so richtig gecatcht habe. Und das, obwohl es ein Black Ops Teil ist. Es ist wirklich ungelogen der einzige Black Ops Teil, der mich nicht richtig geflasht hat. Und wir müssen noch drüber nachdenken, dass wir dieses Jahr 2020 einen neuen Black Ops Teil bekommen werden. Wie crazy ist es eigentlich? Und Grund Nummer 2 ist, dass die Map Jungle überflutet existiert. Digga, was ist das für eine krasse Lobby? Die sieht aus wie die größte Noob Lobby, die ich je gesehen habe. Und jetzt wird sie wahrscheinlich nicht starten, weil Jungle überflutet gekommen ist. Generell, okay, sagen wir mal nicht Jungle überflutet kommen. Machen wir es mal ernst. Sagen wir, diese Maps, also es waren viele Maps richtig komisch in dem Spiel, fand ich. Mir haben die Maps nie so richtig gefallen. Und dann diese komischen Arsenal-Sandsturm und so sind einfach so Mods, wo man sich so denkt, Digga, oh nein, jetzt kommt da ein Tryhard und die Lobby sieht sich jetzt unter der Facecam. Och, Mano. Grund Nummer 3 sind, wie ihr hier schon sehen könnt, die Spezialisten, weil ich weiß nicht, ich fand sie irgendwie nicht so geil. Sie sind nicht so herausragend und cool, wie sie es in Black Ops 3 waren, finde ich. In Black Ops 3 finde ich sogar mit Spezialisten richtig geil, weil das solche ikonischen Spezialisten waren, so Annihilator und so. Klar gibt es den hier auch, aber der sieht hier aus wie nichts Halbes und nichts Ganzes und fühlt sich auch so an. Guck mal, was soll das hier? Ich meine, generell bin ich kein Freund von Maps recyceln, weil ich immer finde, Digga, was, aber was ist das, Digga? Generell muss ich sagen, lieber neue, coole Maps. Immer dieses, ja, lass uns das remastern und alle wünschen sich jetzt BO2 remastered. Ich wünsche mir überhaupt nicht BO2 remastered. Ich will ein neues Spiel, Mann. Kann man, ist es so schwer zu verstehen? Grund Nummer 4 ist mir auch direkt ins Auge gefallen. Und zwar, als ich gerade, guck mal, wie er da schwimmt. Okay, das war jetzt ein schlechtes Beispiel für Grund Nummer 4, aber... Mich haben die Waffen in dem Spiel nie so richtig abgeholt. Also es war nie so dabei, diese Waffe, wo ich sage, oh, das ist so geil, dass diese Waffe existiert. Okay, die ICR ist halt einfach nur krass overpowered. Ja, natürlich, die Titan war geil, aber die Titan kannst du ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr spielen. Wenn ich hochgehe, wird er kommen. Fast. Ich könnte jetzt schon Grund Nummer 5 sagen. Er wollte mich snipen, der Hund. An sich eine super chillige Lobby, aber Digga, diese Map ist ja wirklich unspielbar. Also ich mein's ernst. Die ist ja wirklich komplett unspielbar. Man weiß gar nicht, wo man lang kann, wo man nicht... Digga, was ist das hier? Die ist komplett überflutet. Okay, die heißt auch so, aber trotzdem. Ich habe ihn gedropshottet unter Wasser. Was ist... Was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Darf ich hier bitte... Ja, ich bin einfach ein... Wenn ich den jetzt auch noch geholt hätte, wäre ich der absolute Raubfisch gewesen, Alter. Grund Nummer 5. Ich hätte fast dieser Tod gesagt, aber dafür verschwende ich es nicht. Grund Nummer 5. Man haut Streaks übertrieben langsam und mit Dreieck raus. Warum kann man es nicht wie früher einfach zur Seite drücken? Das hat sich immer so gut angefühlt, es hat sich so mächtig angefühlt. Ja. By the way, das Gun-Feeling und so ist absolut geil in dem Spiel. Also das will ich auch gar nicht sagen. Also ich werde es hier nicht nur ranten. Ich werde aber die Gründe nennen, die es für mich einfach nicht zum perfekten Spiel gemacht haben. Und also wie die Waffen sich anfühlen, wenn man schießt, so einfach brutal geil, Mann. Da muss man ehrlich sagen. Ist hier keiner mehr? Also diese Map ist ein Verbrechen an der Menschheit. Zu den 10 größten Menschheitsverbrechen würde ich fast schon diese Map zählen. Ja, Mann, come on, Alter. Ich war in so einer schwierigen Situation. Grund Nummer 6. Man muss mit Stim Injection sich heilen. Das ist... Ach, das ist so ein Schwachsinn, wirklich. Hätte man es nicht einfach so machen können, dass man das macht wie jetzt in Modern Warfare. Man kann die Stim mitnehmen, aber man muss sie nicht mitnehmen. Und hier, natürlich musst du sie auch nicht mitnehmen, aber was ist das, wenn du die nicht dabei hast? Da kannst du dich halt nicht mehr heilen, so. Alles klar. So, ich mach Auge auf deinen Lifestyle. Nein.
bin Hacker. Ich bin Hacker. Er lebt noch was. Er ist so tot, er weiß noch nicht. Ah! Digga, was ist das für eine krasse Lobby, by the way, Alter. Oh nein, 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 die werden alle getempelt. Ja, in so einer Lobby macht es natürlich übertrieben Spaß. Noch nie so Spaß gehabt in meinem Leben. Das macht ultra Bock gerade. Digga, das macht so Bock. Das ist so krass, Mann, wie das auf einmal Spaß macht. Okay, das war vielleicht eins zu viel. Das Spiel hat halt so krass Potenzial. Bei dem Spiel stimmt es halt einfach. Habe ich eigentlich 5 Gründe oder 6 schon gesagt? Ich weiß es nicht mehr, Alter. Ich habe es schon wieder vergessen. Wie er alles gegeben hat. Die ICR ist so overpowered. Was? Wie hast du mich ge... Wow, ich krieg 2 solche Tote direkt hintereinander und ich habe nicht mehr irgendwas gesehen. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin auf der Map, weil die so anders aussieht, überflutet. Das dritte Mal am Stück? Ach, das ist doch einfach Müll. Und nie so Spaß gehabt in meinem Leben. Grund Nummer 6 ist die Respawn-Zeit. Das heißt, ich muss kurz mir die Minimap anschauen, bevor ich respawne. Das ist ja auch in Modern Warfare so. Also nicht die Minimap, sondern diese komische, diesen einen komischen Screen. Da denke ich mir so, was soll das? Grund Nummer 7 erzähle ich euch in der nächsten Runde. Ach, raus aus der Scheiße. Grund Nummer 7, wie muss man quitten? Früher war das noch ganz anders. Da konnte man so schnell quitten. Jetzt, Wolfendead. Ich könnte natürlich auch genauso gut 20 Gründe machen, was ich an dem Spiel mag, ne? Also nicht falsch verstehen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr Black Ops 4 findet. Also, ob ihr es richtig gefeiert habt. Haptik zum Beispiel, der mag das Spiel ja voll. Vielleicht ist es ja bei euch ähnlich. Dass sie zum Beispiel diese abgespeckten Modi gemacht haben, ist halt cool. Aber ich habe immer so ein bisschen schlechtes Gefühl, wenn ich das spiele, weil ich immer denke, man muss diesen Modus erst auswählen. Und da stimmt schon mal was nicht, wenn man den erst auswählen muss, weil, keine Ahnung. Man muss halt einen speziellen Modus spielen, um gewissen Spielspaß zu haben. Das ist natürlich schwierig. Das war eine meiner Lieblingsmaps hier zum Beispiel. Ja, der Unsterbliche. Der unsterbliche Sniper-Gott. Vorhin habe ich mir einen Grund überlegt. Habe ihn einfach vergessen. Habe ihn einfach vergessen. Was das nochmal war. Ich habe einen. Oh, come on. Wisst ihr was, Leute? 150 Leben ist Grund 8. Früher hatte ich das nie gedacht. Ich dachte, das wird so ein geiles Ding für Skill Gap und so, dass man dann quasi anderen Leuten mehr überlegen ist. Aber nein, es nervt. Du kannst keine 3 Pieces richtig machen. Das hat man genau gerade wieder gesehen, weil die alle 150 Leben haben. Alter, das ist so krank. Aber wie lange das dauert, bis der Typ down geht. Ist ehrlich krass. Der andere will flanken. Ich bin tot von hinten, oder? Er will mich mit Raketenwerfer oder so holen. Alles klar. Schnell, schnell, schnell. Da kommt einer. Er will mich snipen. Es reicht. Hier kommt noch einer. Oh mein Gott. Es kommt noch einer. Oh. Okay, nice. Ja, gut aufgeräumt hier den Spawn, Alter. Richtig schmackhaft. Oh, ich habe nur noch 13 Schuss. Nein. Ich bin hinter einem. Ich muss ihn holen mit 13 Schuss. Nein. Jawohl, es hat noch genau gereicht. Oh mein Gott, Ehre. Am Gameplay an sich gibt es echt nicht so viel zu meckern. Am Gameplay an sich kann man sich nicht so krass beschweren. Weil das ist wirklich gut umgesetzt. Wie gesagt, die Waffen, wie die sich anfühlen. So, hier ist so ein geiler Spawn, by the way. Also, hier habe ich so einen geilen Clip gemacht. Einmal mit der Titan. Ah, da kommt einer. Hallo. Der Ghostboy kommt wieder zurück. Oh mein Gott, der war so One-Shot. Ja, könnte ich Punkt 9 eigentlich für draufhauen, für diese Sache, die mir gerade auch wieder aufgefallen ist. Okay, komm, ich hau's raus. Punkt 9 ist das Ekia-System. Man hatte die ersten gefühlten 150 Jahre in Call of Duty ein Kill-System. Das heißt, du hattest genauso viele Kills wie Tode in einer Lobby. Gut, außer ein paar Leute haben Selbstmord gemacht. Aber es hat immer ganz gut gepasst. Jetzt, durch das Ekia-System, kriege ich einen Kill dafür angezeigt, dass ich dem Typen eine Kugel gebe und ein anderer holt ihn. Sprich, du hast irgendwie 70 Kills und 50 Tode in einer Lobby. Das macht ja vorne und hinten keinen Sinn. Das macht ja wirklich überhaupt keinen Sinn. Aber wie gesagt, es ist vom Feeling her, kann man sich nicht beschweren. Vom Feeling her richtig spaßig. Coole Gunfights. Cooles Gefühl, wenn man trifft. Ich habe jetzt mein Scharfschützennest am Stüssel. Hellstorm raus. Nehmen wir die beiden mal mit da hinten. Kann ich darüber noch lenken? Geht das? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt geklappt hätte, theoretisch.
Hallöchen. Ja, abgespeckt ist schon mal anders. Aber du weißt halt auch eben, die Noobs müssen den Modus erstmal finden. Das frustriert mich zum Beispiel. Du weißt, die Leute müssen erst... Oh Gott, ich bin fast gestorben, weil ich so ein Idiot bin. Wir gehen jetzt mal schnell hier rein, damit wir schön die Mitte zumachen, falls die Leute vor dem Scharfschützennest abhauen wollen. Oh, direkt mal zwei schnell... Alter, wie schnell diese Kills gerade reinkamen. Geil, Mann. Ja. Also Scharfschützennest ballert. Auch ein richtig cooles Streak. Nein! Alter, in meinem Team hat eine 26er KD. Hat wahrscheinlich schon Triple Nuke. Ich hätte vielleicht auch nicht die Maddox nehmen sollen. Oh, oh mein Gott, wie er kassiert hat vom Scharfschützennest. Das ist so lustig, ne? Mein Gehirn funktioniert nicht richtig. Habe ich jetzt schon 9 Punkte gesagt? Ich hatte jetzt Ekia gesagt. Alter, was geht ab mit dem Scharfschützennest? Früher hätte ich auch gesagt, dass TDM nicht bis 100 geht, aber das wurde ja gepatcht. Nur leider ein Jahr zu spät ungefähr. Ich habe ja auch gehört, WW2 soll ein unnormal geiles Game geworden sein. Aber es wurde einfach viel zu spät zu diesem geilen Game. Alter, wie krass gehe ich bitte ab diese Runde. Zwei richtig stabile Runden. Hätte ich nie mit gerechnet, dass ich jetzt hier einfach mal zwei gute Runden aufs Parkett zauber. So lustig, ich beschwere mich über das Game und gehe gerade richtig gut ab teilweise. Ach, hier kommt man auch hoch. Wusste ich gar nicht. Wie er noch flüchten wollte. Ich habe so getriggert. Getriggert! Ich habe dir gemerkt, Leute, dass ich jetzt gerade versuche, dass die Videos etwas länger sind. Wenn ich schon nur, in Anführungszeichen, nur dreimal die Woche hochladen, sollen die Videos auch schon lang sein. So 15 Minuten rum versuche ich anzupeilen, damit ihr quasi gutes Gaming-Entertainment habt. Oh Gott. Oh, das Aim war gar nicht schlecht. Also, läuft ganz okay, würde ich sagen. 41:9. Ja, da sieht man mal wieder... Also ich habe niemals 41 Kills gemacht, ich habe 41 Ekia gemacht. Das ist halt so, ja gut, das habe ich aber. Könnten wir jetzt, komm, wir kommen jetzt schon mal zu Punkt 10, danach zocken wir aber noch ein bisschen weiter. Punkt 10 ist das komischste Season Pass und Sachen kaufen System. Also das fand ich so erstens übertrieben hässlich im Menü. Es sah so kacke aus, dieses Battle Pass. Dann, um da Sachen frei zu kaufen, musstest du auch noch Glück haben, die zu bekommen. Und es war einfach ein so komisches System. Mir hat das überhaupt nicht gefallen. Und da habe ich mich auch null reingefuchst irgendwie. Weiß ich nicht. Also ich hoffe einfach, dass es jetzt wie in MW bleibt, dass alle Inhalte immer kostenlos sind. Gepaart mit einem gehypten Spiel wäre es natürlich noch ganz nice sozusagen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal der Schritt in die richtige Richtung. Und das sind die 10 Punkte und wahrscheinlich würden mir noch ein paar mehr einfallen und oh, Titan. Das Menü hier haben sie eigentlich ganz cool gemacht, finde ich. Aber das meine ich hier, ich kam hier nicht klar. Es gibt irgendwie das, dann gibt es irgendwie das, dann gibt es das. Das ist mir einfach, das ist mir zu kompliziert, keine Ahnung. Was ist hier noch gerade für Modi? Nuketown Only. Da will ich gar nicht wissen, was da abgeht, ey. Komm, wir gehen da mal rein. Ja, mein inoffizieller Punkt 11 könnte auch Nuketown sein, weil ich voll enttäuscht war. Weil ich finde, so soll Nuketown irgendwie nicht aussehen. Ich weiß nicht. Ich fand es nie so richtig geil. So lustig. Früher haben die Leute sich beschwert, wenn man so ein mega positives Video über so ein Game gemacht hat. Jetzt beschweren die Leute sich hundertprozentig, wenn man so ein bisschen negativer darüber redet. Aber ich will euch einfach nur erklären, warum ich wahrscheinlich in Zukunft jetzt nicht ultra viel BO4 hochlade. Wobei, es ist ja auch immer so... Zocken deine Freunde das? Hast du eine geile Gruppe, mit der du zockst? Wenn ja, ist natürlich schon mal anderer... Ach nee, die Lobby ist kacke. Ist natürlich schon mal anderer Modus sozusagen. Da hast du natürlich eine ganz andere Grundlage, um so ein Spiel zu spielen. Aber ganz ehrlich, sonst so nur vom Game her, habe ich es jetzt nie so richtig gefühlt irgendwie. Stellung wird bestimmt gar nicht sweaty, oder? Bestimmt null. Null sweaty. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das sweaty wird. Ja, überhaupt nicht. Ach, das wird jetzt wahrscheinlich die schlimmste Runde. Call of Duty seit der Erfindung des Schnitzbrots. Komm her. Ja, das wird schlimm, Leute. Also ich sage mal so, keine Ahnung. Oi. Alter, das ist so sweaty Endstation. Ich habe wieder das gespawntrappteste Team der Welt. Level 1000, Digga. Insane Re-Aim, Level 1000. Er könnte keine 10 Gründe nennen, warum er das Spiel nicht mag. Er könnte sie nicht nennen. Werde ich es überleben? Was für ein Scheiß-System, Digga. Also diese Lobby werde ich so zu 100% quitten. So zu 100%, Digga. Ich spiele gegen eine 6-Mann-Party, die um ihr Leben sweatet. Und wenn es keine 6-Mann-Party ist, sind es einfach die besten Spieler der Welt. Die zufällig in ein Team getradet wurden. Und der Typ kassiert jedes Mal, ey. Ich mein's ernst, Leute, ne? Es ist wieder der Beweis, in einer guten Runde findet man's eh geil. Aber diese Runde hier, die macht sowas von null Spaß. Also 0,0. Es ist der absolute Wahnsinn, ehrlich.
Ja, Leute, ich habe jetzt gerade wirklich gar keinen Spaß mehr, die Aufnahme zu machen. Und das war es wahrscheinlich auch erstmal mit BO4. So, dann mache ich lieber mal eine Runde WW2 oder irgendwie sowas. Aber das gerade hat mir einfach nicht so wirklich Spaß gemacht, Leute. Da macht mir wirklich Modern Warfare deutlich mehr Spaß. Ja, Leute, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin. Und ciao, ciao.